Hallo, heute machen wir mal Sauerkraut. Dazu mal einen 20 Liter Kehrtopf. 17 Kilo Kraut. Ich schätze mal, das geht rein. Das Kraut müssen wir jetzt klein häckseln, entweder mit einem normalen Holzhobel. Ich habe hier eine Birkertrommel. Ich glaube, da tue ich mich leichter damit. Wir entfernen die äußeren Blätter, du musst innere rausschneiden und dann schieben wir es da oben rein und häckseln es durch. Wir brauchen dann 15%iges Wasser, also 1 Liter Wasser soll 15 Gramm Salz haben. Ich benutze da Himalaya Ursalz. Das setzen wir gleich mal an. Ich tue jetzt ein bisschen warmes Wasser rein, um es dann aufzulösen. Jetzt mache ich einen Behälter voll mit Umkehrosmosewasser. Ist dann lauwarm hier. So, das gießen wir in den Topf rein. Bereiten wir ein paar Liter vor. Und so 3-4 Liter werde ich mal vorbereiten. Das brauchen wir zum Schluss. Weil das Wasser und die Flüssigkeit soll über den Steinen entstehen, über den Beschwerungssteinen. Als Zutaten brauchen wir Lorbeerblätter, Wacholderbeeren, Kümmel. So, dann schneiden wir das Zeug mal klein. Okay, jetzt machen wir es mit den äußeren Blättern ab. Ich schneide die Teile jetzt so, dass sie in meine Maschine oben reinpassen. So ungefähr. So, den Strunk schmeißen wir weg. Man muss es natürlich nicht häckseln, man kann es auch mit dem Messer klein schneiden. Wenn man jetzt kein Schneidbrett hat und nichts. Kein Hobel, meine ich. Ja. Hauptsache man kriegt es klein irgendwie. So, jetzt haben wir alles gehäckselt. Jetzt versuchen wir es mal zu klein zu schneiden. So, wir geben jetzt noch 4 Zwiebeln dazu.
So, das Kraut ist jetzt komplett gehobelt. Wir haben circa 17 Kilo. Und pro Kilo Kraut muss man 6 Gramm Salz zusetzen. Das heißt in unserem Fall 120 Gramm ungefähr, die wir auf die Behälter jetzt verteilen. Das dann untermischen. Das muss nicht so genau sein, es verteilt sich dann im Topf. So, und das tun wir dann schön reinmischen. Das zieht dann schon ein bisschen die Feuchtigkeit aus dem Kraut. So viel im Topf drin ist, dann kann man nicht gescheit mischen. So, jetzt lassen wir es ein wenig einziehen. Viertelstunde. Dann tun wir es in den Topf. So, ist alles soweit vorbereitet. Jetzt können wir die erste Lage Kraut reintun. Auch Holderbeer mit rein. Lorbeerblatt. Und ein bisschen Kümmel. So, normale Menschen verwenden einen Krautstampfer, den finde ich leider gerade nicht. Jetzt habe ich mir eine Latte beschafft aus dem Baumarkt, unbehandeltes Holz. Es geht genauso. Wenn nicht sogar besser. So, dann stampfen wir jetzt so lange, bis das Wasser austritt. Und die nächste Lage. Holderbeeren, Lorbeerblatt, Kümmel, Stampen. Das ist soweit eingestampft. Jetzt machen wir oben noch eine Schicht schöne Krautblätter als Abdeckung.
Da liegen dann die Beschwerungssteine oben drauf. So, jetzt legen wir die Beschwerungssteine drauf. Okay. Jetzt füllen wir die Flüssigkeit mindestens 5 cm über die Steine auf. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Dazu verwenden wir erstmal die Ansatzflüssigkeit, die wir entweder vom alten Behälter noch haben, also vom alten Sauerkraut, das man aufgehoben hat, oder man nimmt einen halben Liter Buttermilch oder Brottrunk geht auch. Halben Liter. Wir haben jetzt zum Glück noch vom letzten Sauerkrautfass Flüssigkeit übrig und die kippen wir jetzt da rein. Die Ansatzflüssigkeit ist wichtig, dass die Fermentation schön in Gang kommt. So, jetzt füllen wir noch einen Liter von unserem vorbereiteten Salzwasser rein. Nur gar nicht so viel gebraucht, aber so weiß man immer aus dem Nachhinein. Es muss auf jeden Fall genug Flüssigkeit drin stehen, weil wenn es unter die Steine absinkt, dann fängt es faulen an, das ist auch schon passiert. Von dem her sollten wir da nicht sparen. Okay, jetzt müssen wir noch schön den Rand oben sauber machen. Wir haben einen sauberen Lappen. Dann müssen wir die Rinne mit heißem Salzwasser befüllen. Aber das machen wir erst an dem Ort, wo der Behälter dann stehen soll, die nächsten 6 Wochen. So, die Rinne ist jetzt mit heißem Salzwasser befüllt. Bleibt jetzt 7 bis 10 Tage stehen im Warmen und dann kommt er in den Keller. Und wenn 6 Wochen um sind, ist das Kraut fertig.